Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 13 News Update. Heute gab es schon ein Video, dieser kurze Reveal-Trailer für den Gameplay-Trailer. Jetzt gibt es den kompletten Trailer, 2,5 Minuten geht er. Ich zeige ihn kurz, ich habe ihn vorhin auch live gestreamt. Es wird jetzt gleich noch eine ganz kurze Analyse geben. Und auf der EA-Seite gibt es ein paar richtig interessante Änderungen, die ihr aus dem Trailer heraus nicht sehen könnt. Deswegen lohnt es sich bis zum Schluss dran zu bleiben. Dort gehen wir die Änderungen, die bis jetzt dann bekannt sind, nochmal kurz durch. Viel Spaß beim Trailer. Bis gleich. Where did the creature come from? The hell is that thing? Why did it attack? Hey, with me! Advance together! We may never have the answers to these burning questions, but one thing is certain. If it wasn't for the valiant actions of the legends, the devastation would have been far worse. Buy beachfront property, they said, and I did. Yeah, you're living in a rib cage. While many fought bravely, it was a heroic new legend who led the charge. People of the Outlands, you have a new champion. The hero of Harris Valley. The one and only Newcastle. Checkmate. Going for a ride. The battle is far from over. It's go time! Busted a buster. The legends are already enjoying a unique and challenging new environment. But that's not all. The mysterious IMC armories will reward daring adventurers willing to brave the dangers within. Target down. Time to break some hearts. There's no telling what threats lie ahead, Legends. I'm a diamond man. You won't crush me. Whatever happens, you'll need to protect each other and let no one fall. All right, let's finish this. Real heroes, get back up. Approved by Eduardo Silva. Paid for by the Syndicate. Wir starten hier ganz kurz und knapp wirklich nur die Analyse, weil es gibt nicht sehr viele Neuerungen zu sehen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das könnt ihr auch gerne mal ehrlich in den Kommentaren schreiben, hat euch der Trailer abgeholt? Ja, nein, vielleicht. Ich finde ihn okay, aber auch nicht mehr, muss ich tatsächlich sagen. Der neue Spot sieht unwahrscheinlich geil aus, aber viel mehr ändert sich auf dieser Map tatsächlich auch nicht. Und allem Anschein nach ist die Map damit ein klein Stückchen größer sogar geworden. Hier pausiere ich kurz und ihr habt sicherlich auch selber im Trailer sehr, sehr offensichtlich gesehen, die Spitfire kommt zurück aus dem Care Package. Nach wie vor ist nicht bekannt, welche Waffe ins Care Package dafür reingeht. Man munkelt, dass es vielleicht sogar sein könnte, dass es keine Care Package Waffe im Austausch gibt, sondern dass der Rest einfach so bleibt. Und diese Szene habe ich im heute erschienenen News Update schon mal gezeigt, und zwar die Passive von Newcastle. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass das hier tatsächlich kein goldenes Knockdown Schild ist, denn diese Leine bei dem Revive, die sich Pathfinder hier reinzieht, die kommt aus dem Schild. Das sieht man jetzt hier in dem Trailer nicht so. Geil, Moment, dazu kann ich die Slow Motion eigentlich nochmal zeigen. Die habe ich hier noch drinne gehabt. Hier sieht man ganz deutlich, dass Pathfinder sich diese Revive-Leine, sage ich mal, aus dem Schild von Newcastle reinballert. Bedeutet, es ist kein goldenes Knockdown-Schild. Und die Passive scheint auf jeden Fall ultra, ultra stark zu sein. Hier sehen wir natürlich die Spitfire in Action, also wir können uns sicher sein, die Spitfire kommt zurück. Das wird viele nicht freuen, aber es kommt noch schlimmer. Das Schild, das hatte ich auch schon erklärt, gibt es nicht mehr viel zu sagen, denke ich.
So, hier haben wir einen Finisher von Newcastle, sehr kurz, also wir sehen nicht die komplette Animation, leider. Stormpoint Map Update, hier ist das Innere des Monsters, was als quasi Map Update Erweiterung verfügbar ist. Hier sehen wir das Ganze nochmal so ein Stück weit von außen, also die Neuerung der Map sieht auf jeden Fall sehr geil aus, das ist Fakt. Und hier erkläre ich euch gleich, wie diese Tresore genau funktionieren. Das ist nämlich auf der EA-Seite genau beschrieben. Aber dennoch finde ich, holt mich der Trailer leider nicht so ab. Finde ich sehr schade. Ich habe hier auch ausgiebig im Livestream, als ich den Trailer gestreamt habe, ausgiebig versucht zu erkunden, zu sehen, ob man irgendwas sieht. Man sieht keine neue Waffe, nichts. Also es kann sein, dass die Nemesis tatsächlich nicht als neue Waffe ins Spiel kommt. Wir haben hier einen Battle Pass Trailer für Maggie. Dann haben wir einen Battle Pass Skin für Newcastle und für Fuse. Fuse hat hier auch den Spitfire Skin Battle Pass, wahrscheinlich 100 oder eben 110. Also für die, die es nicht wissen, die Spitfire bekommt einen Battle Pass Skin. Hier sehen wir die Waffe nochmal oder den Skin mehr oder weniger in Action. Sieht schon geil aus, muss ich sagen. Aber ich weiß, dass es viele nicht freuen wird, dass die Spitfire zurückkommt. Ranked Reloaded. Ich habe aus dem Trailer jetzt nichts raushören können, was irgendwelche Änderungen anteasert. Aber ich gehe davon aus, dass wir wirklich von gewissen Rängen oder Rängen wieder runterfallen können. Jetzt sehen wir hier die ultimative Fähigkeit. Hier muss ich nochmal drauf eingehen, denn einer von euch hat das ganz gut kommentiert. Wenn du hier von einer gewissen Höhe droppst, hast du einen gewissen Vorteil, wenn du das mit der Ulti machst, weil du einfach viel schneller unten bist, weil ja wie so ein Schlag nach unten haut. Zack. Und du landest so schnell auf deinen Beinen. Das ist absoluter Wahnsinn. Und das Cover ist echt verdammt groß, muss ich sagen. Und auch hier die taktische Fähigkeit, dieses Schutzschild, ist größer als gedacht und soll wie gesagt lenkbar sein, wehrt sogar die ultimative Fähigkeit von Maggie ab. Hier ist der zweite Finisher. Und am 10. Mai ist es dann mit der neuen Season soweit. Jetzt gehen wir auf die EA-Seite. Dort zeige ich euch noch mehr Spaß. Hier sehen wir das Map-Update so ein Stück von der Obendraufsicht. Es ist tatsächlich wirklich nur dieser Spot. Viel mehr ändert sich auf der Map tatsächlich nicht, wie ihr sehen könnt. Es gibt gleich auch noch die Map als Minimap mit den ganzen Orten. Da seht ihr, dass sich da nicht viel verändert. Außer diesen Tresoren passiert da tatsächlich nicht viel mehr. Der Spot sieht also meiner Meinung nach wirklich ultra genial aus. Nicht mehr, nicht weniger. Hier haben wir den Spot nochmal von innen. Hier von der Seite nochmal. Und ansonsten gibt es hier, die interessanteste Erklärung ist tatsächlich diese Änderung. Diese IMC-Arsenale nennen die sich. Wenn ihr euch diesen Dingern nähert, öffnet sich automatisch diese Laderampe. Und dann wird es so sein, dass sich die Laderampe schließt, das seht ihr auch im Trailer. Und dann hat man 60 Sekunden Zeit, eine Welle von Spectern, das sind diese Maschinen, zu clearen. Und je mehr Wellen wir schaffen, desto mehr Loot können wir hier rausholen und wahrscheinlich auch bessere Beute. Das heißt, ich gehe davon aus, es scheinen 4 solche Arsenal-Tresore auf der Map verteilt zu geben. Ich denke, dass dieser Spot hart umkämpft sein wird. Die Frage ist, ob ich vorher eine Waffe brauche, um da reinzugehen. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob, wenn ich da reingehe, schon Zugriff auf die Waffen habe oder nicht. Ich gehe eher von ja aus. Müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall sollte das so sein, dass wenn du da reingehst, dass du da gleich eine Waffe greifen kannst. Dann brauchst du ja nur noch die Wellen überstehen und alles ist schön. Du hast den absoluten Spitzenloot. Müssen wir mal sehen. Dann haben wir, und das ist der absolute Wahnsinn, wir sehen es hier, die Flatline und die Longbow gehen aus dem Replikator raus, die 301 und die Rampage gehen rein. Und das ist mit felsenfester Überzeugung meinerseits
eine Änderung, die wahrscheinlich 90% der Leute überhaupt nicht feiern. Zumindest für alle, die die Rampage zu krass finden oder die 301 einfach zu leicht zu handeln. Und das ist für mich ein Fakt. Die 301 ist eine Allrounder-Waffe für jedermann, die am einfachsten zu handeln ist und ultra stark ist. Und ich finde, für 30 Crafting-Metalle ist es einfach zu einfach, eine der besten Waffen im Spiel so zu bekommen. Und die Rampage ist sowieso die Abfuck-Waffe Nummer 1 nach wie vor. Auch die können wir für 30 Crafting Metalle craften. Und eigentlich ging man davon aus, als klar wurde, dass die Spitfire rauskommt, dass die Rampage reingeht. Und jetzt haben wir allen Anschein nach alle LMGs auf dem Boden im Spiel. Denn man kann tatsächlich davon ausgehen, dass wahrscheinlich für die Spitfire keine neue Waffe reingeht. Zumindest erkennt man es nicht. Es gab Theorien für die 301 oder die Wingman. Die 301 ist nun im Replikator und die Wingman glaube ich nicht, dass die reingeht. Sind wir mal gespannt. Leider ist nach wie vor meine G7 immer noch nicht zurück. Und damit würde ich sagen, gibt es hier noch ein paar kleinere Abschlussworte. Nichts Besonderes oder sagen wir mal so, nichts, was ich jetzt unbedingt erwähnen müsste, um jetzt sinnlos diese kleine Analyse noch in die Länge zu ziehen. Habt ihr Fragen, Anregungen, sonst was, haut's in die Kommentare. Ich möchte nochmal über die neue Waffe sprechen. Wie gesagt, im allerersten Season 13 Trailer vor ein paar Tagen hat man die Nemesis in so einem Arsenal, IMC-Gedöns, wie auch immer die Dinger heißen. Ach so, Moment. Ich muss nochmal zurück. Ich habe vergessen, euch ein Bild zu zeigen. Denn auf dieser Map sieht man ja die Locations. Ach, wird auch nicht viel größer. Die Locations von diesen IMC-Teilen. 4 Stück habe ich gezählt. Wir haben hier ganz rechts bei Lightning Rod so ein Teil, dann haben wir bei North Pad so ein Teil, dann haben wir südlich von The Mill so ein Ding und wir haben hier unten bei Gale Stage, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Ansonsten direkt in der Mitte der Map befindet sich nirgendwo so ein Teil. Also ich zähle insgesamt 4 so eine Dinger. Ist interessant. Ich glaube, dass diese Spots am Anfang sehr hart umkämpft sein werden für den besten Loot. Meine Vorstellung. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn man zuerst eine Waffe sammelt. Vielleicht ist das die Grundvoraussetzung, dass die Dinger sich überhaupt erst öffnen. Aber genaueres wissen wir da nicht. Die Nemesis. Wie gesagt, im ersten Trailer hat man sie in so einem Arsenal-Gedöns gesehen. Sah der Havoc sehr, sehr ähnlich. War aber tatsächlich die Nemesis. Ich habe aber gehört, und deswegen gehe ich davon aus, dass der Gameplay-Trailer vielleicht ein bisschen gekürzt ist, dass man die Nemesis vielleicht gar nicht erst sieht. Sie soll wohl Balance-Probleme ins Spiel beim Test gebracht haben. Das ist die Theorie, die ich gehört habe. Und deswegen soll die Waffe angeblich in Season 13 nicht kommen oder vielleicht erst in Split 2. Keine Ahnung, das sind so die Theorien dahinter. Also müssen wir mal abwarten, ob die neue Waffe tatsächlich noch kommt oder nicht. Zumindest in Season 13. Von einem 120 FPS Update oder Cross Progression gibt es nach wie vor keine Informationen. Also kann ich dort leider auch nicht viel zu sagen. Das war es jetzt von meiner Analyse. Und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und das nächste Video wird wahrscheinlich dann das Patch Note Video sein oder der Battle Pass, das Battle Pass Video oder der Legenden Trailer. Lasst euch einfach mal überraschen, das war's jetzt von mir und rein bis zum nächsten Mal. Ciao.